In enger Zusammenarbeit mit der Universität Wien untersucht die österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Grüß Gott, Frau Dr. Föger, Elena Heurich, Uni Wien, Broadcast, Studentinnenfernsehen. Wer und was ist die Agentur für wissenschaftliche Integrität? Die Agentur für wissenschaftliche Integrität wurde im Dezember 2008 gegründet, und zwar als Verein. Die Mitglieder dieses Vereins sind heute inzwischen 30 verschiedene Organisationen. Dabei sind im Prinzip alle österreichische Universitäten. Wo kann man jetzt die Grenze zwischen Plagiat und Handbuchwissen ziehen, da ja auch schon ein Text, der in eigenen Worten wiedergegeben wird und ohne Quellenangabe ist, ein Plagiat darstellen kann? Das ist eine sehr schwierige Frage, und das müssen im Prinzip diejenigen Betreuer oder Begutachter der Arbeit für sich feststellen. Ich würde mal anraten, man zitiert lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, um da eben keine Probleme einzugehen. Beim Eintreten in diesen Raum haben wir einen Tresor zu Gesicht bekommen. Was bewahren Sie darin auf? Tja, ganz was Spannendes, nämlich unsere Akten. Es ist natürlich so, dass ich da am Tisch nichts liegen lasse, sobald ich den Raum verlasse. Und dass sämtliche Akten auch zum Schutz der Hinweisgeber und natürlich auch der Beschuldigten sicher abgesperrt werden müssen. Plagiat verjährt nicht. Wenn man Arbeiten untersucht, die vor 20 oder 30 Jahren geschrieben wurden, kann man da gleiche Maßstäbe anlegen wie bei neu verfassten Arbeiten? Ja, das ist eine sehr aktuelle Frage. Und auch irgendwie schwierig zu beantworten. Also eines ist mal klar, zitieren musste man vor 20 Jahren genauso wie heute. Es kann natürlich sein, dass damals die Zitierregeln nicht so festgelegt waren, wie sie heute sind. Da müsste man halt entsprechende Professoren befragen, die damals solche Arbeiten begutachtet haben, ob die damals eben andere Richtlinien angesetzt haben als heute. Nachdem die Kommission im Juni 2009 ihre Arbeit begonnen hat, gab es natürlich eine gewisse Anlaufzeit. Also sprich, im Juni hatten wir 5 Anfragen an die Kommission, im Juni 2009 dann hatten wir 2010 bereits 11 Anfragen, und jetzt haben wir 2011 und es ist erst Juni und wir haben bereits mehr als, glaube ich, inzwischen 24 Anfragen. Und wenn man sich das da genauer ansieht, dann gibt es hier einen gewissen Punkt, nämlich den Februar 2011, und da sind unsere Anzeigen absolut in die Höhe gegangen. Und das lag daran, dass damals die zu-Gutenberg-Affäre in die Medien kam und plötzlich jeder gewusst hat, was ein Plagiat ist, und auch sehr viele Personen sich dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, also sie haben da ein Problem mit jemandem, der von seinem Buch abgeschrieben hat oder von seiner Diplomarbeit auch oder von seiner Dissertation. Und gibt es jetzt zum Beispiel für jemanden, der das nicht absichtlich macht oder einfach schlecht zitiert, eine Art Schutz, dass er eben dann nicht seinen Doktortitel im Nachhinein aberkannt bekommt? Es ist ja beim Plagiieren auch so, dass es eigentlich zwei Tatbestände gibt, die erfüllt sein müssen. Das eine ist, dass man die Zitierregel nicht richtig eingehalten hat, aber das andere ist die Täuschungsabsicht. Dass jemand vielleicht eine Fußnote oder zwei oder drei vergessen hat anzugeben, das, glaube ich, wird noch jeder durchgehen lassen, deswegen wird noch kein Titel aberkannt. Die Frage ist natürlich, wenn man 5 Seiten wo wortwörtlich abgeschrieben hat, ich glaube, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob hier die Täuschungsabsicht vorhanden war oder nicht. Gibt es keine europäische Einheit oder keine gemeinsame Regelung? Ich wäre die Erste, die froh ist, wenn es sowas geben würde. Das finde ich ganz nett. Das ist von der Universität in Rotterdam, Erasmus-Universität Rotterdam, wird an die Studenten verteilt. Da geht es um Cheating and Plagiarism. Wenn man sich das dann genauer anschaut, also einerseits natürlich niederländisch, auf der anderen Seite dann auf Englisch, wird eben kurz erklärt, was ist ein Plagiat, worum geht es da, warum soll man nicht schwindeln in Prüfungen und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr nette Geschichte.